Ich bin jetzt gerade etwas irritiert. Waren wir hier? Also die haben wir noch nicht. Blondine, auch sehr schön. Die haben wir noch nicht gesehen. Ich gehe nochmal eben zurück. Ah, doch, 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 doch. Wir sind erstmal nach links gelaufen. Ne? Hier haben wir alles Mögliche angeguckt. Das heißt, wir sind schon richtig da. So, was haben wir denn hier überall Schönes? Kitten. Kitty. Kitty. Ja, Kitty. Kitty. Wir, mit diesem einfallsreichen Namen. Das ist eine Statue. Was für eine Statue ist das denn? That's Jeremiah Orne. Old Man Orne's ancestor. He's practically the father of the Miskatonic Library. Oh, das ist sehr laut, ne? Warte, Moment. Oh, das Auge hier auch sehr schön. Die Sprachlautstärke hatte ich schon ein bisschen leiser. Das ist, irgendwo kommt mir das nur so laut vor. Das kann natürlich auch sein. Untertitel ist auf jeden Fall an. Alles sehr schön, ja. Ne, wir deaktivieren gar nichts. Und wir gehen zurück. Fortsetzen. Gut. Noch mehr? Nee. Was sagt Kitty denn zu der Statue? Statues are a new concept to Kitty, but she still doesn't look impressed. Nein, überhaupt nicht. Oh, ihre Augen reagieren. Was? Sie guckt voll angepieselt. Gleich ist hier schlecht und sie muss ein Haarballen auswürgen. Was haben wir denn hier? Ein Straßenschild. Whitesmaker. White Smoker Alley. Jetzt sehe ich es gerade erst. Entschuldigung, ich komme. Wie er da kompliziert rumherum läuft, auch sehr Void schön. Void Smoker Alley. Never heard of him. Jo, ich auch nicht. Kann man hier irgendwie reingehen? Das sieht so aus, als wenn da noch was wäre. Aber ich glaube... Nur Kitty. Können wir die mitnehmen, die Statue? Oder interagieren? Thanks for the post-generational job opportunity, Jerry. Okay. Dann haben wir natürlich da die auffällige Blondine... Darkham, oh, Entschuldigung, ist reingepustet. Darkham Asylum, großartig. Es ist so schön. Das ist doch auch irgendwas. Der Mond. Was sagst du denn zum Mond? Well, it's the moon. Okay. Und noch? That's pretty much it. Oh, schade. Okay, was sagt Kitty denn zum Mond? Mögen Katzen... Oder wird ihnen das nicht nachgesagt? Nee, es waren ja die Wölfe, die den Mond anheulen. Nee. Nee. Okay, gut. Können wir den Mond irgendwie mitnehmen oder mit ihm interagieren? Nee. Okay. Na ja, das Darkham Asylum, okay. Augensymbol. Baron Samedi. Kleine Puppen. Voodoo. Der ist doch, das ist doch so ein Voodoo-Charakter. Madel, hallo, schön, dass... Oh, warte mal, ich wink hier in die Kamera, warte. Madel, schön, dass du da bist. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich kenne mich mit Voodoo sonst nicht so aus, aber ist das nicht irgendwie so ein Voodoo-Charakter oder sowas? Oder ist zumindest ist das ja so ähnlich. Ich kenne irgendwie aus dem James Bond. Leben und sterben lassen, kenne ich so einen ähnlichen. Ist auch egal, Darkham Asylum, hm? They say the guy in charge is a real joker. Okay, sehr schön. Querkurs, go Kitty, juhu. Schön, dass du da bist, dir einen wunderschönen guten Abend. Achso, okay, wer dafür verantwortlich ist, ein richtiger Joker? I hear they've been having a bat problem over there. Das geht schon gut los. Ich trinke jetzt erstmal vorher meinen Tee. Es ist so cool. Oh, Kitty! Noch irgendwas? Nein, schade, schade, schade. Joker, Fledermausproblem. Nee. Nee. Können wir irgendwas damit machen? Nee. Nee. Okay. Der Balkon ist uninteressant. Reden wir erstmal mit der Blondine, würde ich sagen, ne? Oder wir gucken uns die an. Wir gucken sie uns erstmal ganz obskur, mitten in der Nacht, starren wir sie an. It's a nice-looking blonde lady. Mhm. Und sonst noch? Yep, definitely a nice-looking blonde lady. Kitty? Nah, it's your chance to talk to a girl.
Nutze deine Chance. Hey there. Hello? Approaching lonely women on benches at night, are we? Not interested. I'm sorry, miss, but I feel this strange urge to bother everyone I meet and ask a lot of questions. I have no idea what you're talking about. Sorry, let me start again. My name's Buzz. Oh, that's just preposterous. I have a B-shaped birthmark. Was tut er? Was tut er? Ich muss los, kann ich nur noch sagen, oder? Was? Wen interessiert? Hi, I'm Buzz. Ich habe Muttermal in Form einer Biene. Oh Gott. Buzz, du brauchst Nachhilfe. Schöner Abend, was? Hm? Nice evening we're having, huh? Really? Why don't you just keep it original and ask for the time? Also gut, was sagt die Zeit? Ich möchte beides fragen. Ich glaube, ich stelle mich hier falsch dar. I think I'm misrepresenting myself here. Oh, sure, sure. Oh, ich hätte doch nach der Zeit fragen sollen. Das wäre interessanter gewesen. Warum können wir das nicht einmal fragen? Ich muss los. Gotta run. So run. Run for your life. Oh, da ist eine Plakette hinter ihr. It's really weathered, but I think it says park gate removed due to blasphemous activities in the area. Hop fence at own peril. We do not refund garments or pay for hospitalization. Was? Okay. Kitty? Kitty can't read. I'm learning real fast. Ich glaube auch. Also unterschätzt Kitty nicht. Können wir damit interagieren? Nah, we gotta keep the citizens informed. Oh, okay. Hier ist noch eine Kerze. Hier können wir dann wahrscheinlich auch Büste weiter. Gucken wir uns den hier mal an. What do you mean, some die who? Doch, habe ich nicht gesagt. Hä? Doch, ich kenne den. Also, ich hab schon mal davon gehört und ich habe auch schon mal so einen Charakter gesehen. Just Wikipedia it, you slacker. So doof bin ich nicht, Bas. Kitty? They haven't been formally introduced. Ja, dann tu es jetzt. Kitty? They haven't been formally introduced. Gut, nimm ihn mit. The Baron's not to be trifled with. Okay. Und die Puppen? Pando, einen tentakligen Cthulhu-Gruß. Juhu! Einen noch tentakligeren Cthulhu-Gruß zurück. Einen wunderschönen guten Abend. Kleine Puppen. Aw, look at the cute voodoo dolls. Who would just leave them here? Die sind ja auch so niedlich. Ich weiß nicht, wer die da lässt. On the other hand, who'd dare touch them? But they'd look great on that shelf near my bed. Das sind Sammlerstücke, Buzz. Kitty? I don't go for dolls. I'm more of a laser pointer girl myself. Oh, laser pointer. Laser pointer girl. Süß. Nehmen wir sie trotzdem mit? These dolls are probably already voodooified and best left where they are. Gut, dann gucken wir uns das Augensymbol an. People really love plastering eyes everywhere. Okay. Du auch. Did you know that the mere graphical suggestion of an eye can unconsciously make you more apprehensive? Das glaube ich. Es gibt ja so diese Wolfsaugen, die einen anstarren als Motive. Dann gibt es ja diese, was weiß ich, gelben Augen in der Dunkelheit oder rote Augen in der Dunkelheit, die machen, das macht schon was mit Menschen. Und wenn Kitty das Augensymbol jetzt anstarrt, was macht das dann mit ihr? It's not real, Buzz. Get a grip, buddy. Ach so. Okay. Can't. Don't wanna. Okay. Können wir hier mit dem kleinen Fenster interagieren? This small window somehow communicates with the interior. How cool is that? Ach, was? Das ist eine Sprechluke. Ich weiß nicht, wie sowas heißt. Aber dieses kleine Fenster kommuniziert mit dem Inneren. Das ist so großartig. Juhu. A warm reddish-orange glow emanates from its tiny opening. Wollen wir da nicht damit sprechen? Was sagt Kitty? Even she can't squeeze in through there. Was? So fett ist Kitty auch wieder nicht. Wir sprechen mit dem kleinen Fenster. Vielleicht leitet es ja was ins Innere weiter. Hello there? Password?
Passwort. Passwort, Passwort. Ken schickt mich Schwertfisch. Wie kommt er auf Schwertfisch? Was sollen wir antworten? Wie sieht's aus? Was meint ihr? Schwertfisch? Wie kommt er auf Schwertfisch? Ken schickt mich. Okay, ich warte mal eben. Was soll ich antworten? Ihr dürft entscheiden. Ich denke mal, nichts davon wird richtig sein, dass wir da schon irgendwie reinkommen. Wahrscheinlich müssen wir uns das Passwort irgendwie besorgen. A. Madel sagt A. Gut. Passwort, Passwort. Könnte passen. Dann würde ich sagen, Querkus sagt auch A. Na, siehste, komm, dann sagen wir Passwort. Passwort. Nice try, buddy. Ah, verdammt. Oh, es speichert. Und nochmal können wir nicht mit ihm reden, oder? Hello there? Passwort? Wir fragen jetzt mal alles, weil wir es können. Schwertfisch? Swordfish? Too classic. Okay, es ist ihm zu klassisch. Ja, genau. Stimmt, stimmt. Ist der nicht mit John Travolta? Passwort Swordfish? Zu classy. Deswegen, stimmt. Kam ich eben nicht drauf. Gut, wir waren. Hello there? Passwort? Ken schickt mich. Es ist kein Passwort, aber... Ken sent me. Wrong game, my friend. Verdammt, das ist eine Anspielung. Ken sent me. Kennst du einer von euch? Das sagt mir jetzt leider nichts. Ich schäme mich. Wahrscheinlich ist es wieder was ganz Berühmtes oder so. Wir hatten ja schon Anspielungen auf Monkey Island und Day of the Tentacle und all sowas. Beziehungsweise, war das Ron Dilbert oder Delbert oder sowas? Wir gucken uns die Büste an. No idea who this guy is, but his beard looks real tentacly. Stimmt. Hier, ganz merkwürdig. Wer stellt so eine Büste hier in dieser Stadt auf? Is that a nose or a beak? Man, Darkham City Council is all weird when it comes to statue choices. Wer entscheidet sich da was? John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry spielen die Hauptrolle. Ah, ja, ja. Okay. Hugh Jackman, cool. Kitty, was sagst du? Tintenfischringe gefällig? Statues are a new concept to Kitty, but she still doesn't look impressed. Nein, sie rollt sich. Guck mal, sie rollt sich auf den Rücken. Du bist so süß. Also sie guckt irgendwann weg, okay. Können wir damit irgendwas machen? I want nothing to do with this guy, whoever he is or was. Gut, dann gucken wir mal das Bild so ein bisschen hier. Big D Street, auch sehr schön. Können wir durchs Fenster gucken? Ein Taxi. Was? F. Smith? Nee. Das heißt doch auch bestimmt irgendwas. Ich erwarte jetzt hier überall Anspielungen. Gut, wir gucken uns das Straßenschild an. Big D Street. No idea who this guy is either. Das ist bestimmt auch irgendwas Bekanntes wieder. Alright, let's look at the tiny print. Absent-minded professor and big proponent of video games in general. Will forever be remembered for always choosing keyboards over controllers. Man, they'll just name streets after anyone these days. Das ist... Oh, das ärgert mich jetzt, dass ich da so wenig drin bin in der Materie. Schade, schade. Wer ist das? Ich werde Schläge kassieren. Well, at least he was into video games. Das macht ihn total sympathisch. I'm sure this street sounds way naughtier than intended. Okay. Kitty? Was macht sie? Kitty? Thanks for supporting video games, Big D. Gerne doch, schön. I'm sure this street sounds way naughtier than intended. Ja, das ist mir klar, du sollst hier interagieren. I'm sure this street sounds Hallo? Way naughtier than intended. Okay, er interagiert nicht. Taxi. Wir gucken uns das Taxi an. Unless my eyes betray me, it's a taxi. A yellow one. Was? Ein gelbes Taxi, oh mein Gott. Okay. There is a guy inside, but I can't quite distinguish his face. Kitty? She's not leaving without me. Plus, we're both broke. Gut, mit einem dubiosen Taxifahrer wollten wir bestimmt schon mal sprechen.
evening. It sure is. Wissen Sie etwas über dieses mysteriöse Gebäude, neben dem Sie parken? Viele Kunden heute Abend. Da drüben ist diese blonde Dame. Ich versuche mal alles. Ich hoffe, wir haben die Möglichkeit, oder? Wissen Sie etwas? Wir wollen was über das Gebäude wissen. Es sieht sehr kultig aus. Catwin, hallo, schön, dass du da bist. Dir auch einen wunderschönen guten Abend. Do you know anything about this mysterious building you're parked next to? Look, kid, it's a taxi, not a guided tour bus. Ja, der wird auch heute nicht mehr viele Kunden haben, wenn der so redet. Also dubios. Und viele Kunden heute Abend? Get a lot of customers tonight? Not if you don't move out of the way, I don't. Ah ja, du wolltest gerade irgendwo losfahren, ne? Ist schon klar. Da drüben ist diese blonde Dame. There's that blonde lady over there. Oh yeah, brought her here a while ago. What can you tell me about her? Man, it sounds creepy as hell. You an investigator or something? Yep, B. Kirwan, Privatermittler. Sollten wir das diesen Namen ins Spiel bringen? Noch nicht, aber ich werde langsam einer. Nein, ich bin nur ein Freund. Dann müsste ich ihn ja nicht fragen, was er über sie weiß. Sollen wir diesen Fall... Wir nehmen mal die... Er ist ja eh nicht da. Er ist ja entführt worden. Und wir suchen ihn ja eigentlich. Wir bringen den Namen jetzt mal ins Spiel, wenn der dubios ist. Hm, wer weiß, aber ja. Yep. Yep. B. Kirwan. P.I. Yeah, sorry. Not gonna say anything, son. Her business is her business. Ja, ich bin so doof. Okay, also wegen des blonden Mädchens. So about the blonde girl. Yeah? What's she to you? Okay, pass auf, ich bin ihr Priester. Ich glaube nicht, oder? Ich bin ihr Rechtsberater, dann sagt er wahrscheinlich erst recht nichts. Und wenn ich ein Freund bin, glaubt er mir das jetzt? Was sind wir denn, ihr Priester? Ihr Rechtsberater? Ihr Freund? Ihr seid gefragt. A, B oder C? A, B oder C? Ruft jetzt an. Das ist die Frage. Wahrscheinlich würde uns eh nichts sagen, aber es könnte ja sein. Die Frage ist, Priester wie... katholischer Priester oder Priester wie Kultpriester? Quercus mein B, Rechtsberater. Okay, eine andere Meinung oder sind wir ihr Rechtsberater? Vielleicht können wir ja auch wieder alles durchfragen, aber ich meine, das fällt ja ein bisschen auf, ne, wenn wir immer was anderes sind. Eben waren wir noch Privatermittler, jetzt sind wir ihr Rechtsberater. Schwierig. Gut, dann sagen wir einfach mal, wir sind ihr Rechtsberater. I'm her legal advisor. Yeah. I just keep close and make sure she doesn't do anything crazy. In that case, I don't know nothing, ain't seen nothing. Goodbye. Gut, dann sind wir jetzt ihr Priester, pass auf. I'm her priest. I'm really worried about her soul and stuff. And stuff. Well, God bless you, Father. But look for divine inspiration elsewhere, will ya? Oh, danke schön für, aber danke für den Segen. Gut, dann sind wir ihr Freund. I'm a friend. I'm a little worried about her, so I watch her from afar. Oh, friend. Right. Friend. I happen to have overheard what her name is. You know, taxi stuff, nothing creepy. Surely you know it too, since you're friends. Das war so klar. Ich habe eine temporäre Gedächtnislücke, ich melde mich wieder. I'm having a temporary memory lapse. I'll get back to you on that. Okay. Gut, hier ist Ende Gelände. Wir können sie ja nochmal ansprechen. Ich glaube nicht, dass da irgendwie etwas... Oh, Vegetation! Wir gucken uns die Vegetation an. That's some ominous looking flora right there. Poison, Ivy vielleicht? Vegetation? Mehr können wir nicht, Kitty? No thanks, I just went recently. Oh, sie war vor kurzem da und? I'm not a weeds guy, thanks. I'm not a weeds guy. Okay. Schön, dass das ein Original ist mit Untertiteln. Das finde ich richtig gut. Ich glaube, das macht es viel lustiger. Haben wir hier sonst so irgendwas?
Wir konnten eventuell noch in die andere Richtung gehen, ne? Graffiti, haben wir das gar nicht gesehen? Nee, haben wir gar nicht gesehen beim letzten Mal. That sign keeps popping up all over the place lately. Ich hätte es jetzt für eine Schmiererei, also wirklich für eine Schmiererei, weil Graffiti kann auch sehr schön aussehen. It somehow looks old. Hm, sowas wie eine Rune oder was? It doesn't look like it'll snap me back to cathood, Buzz. Sie muss das als wirklich schlimm empfinden, reden zu können. Wouldn't know what to do with it. Ja, stimmt, weil sie nicht mehr Katze sein kann. Sie kann ja auch nicht mehr miauen, ne? So, der war zugemauert. Da ist das kleine Mädchen, was mir so viel Angst macht. Wir gucken mal, ob wir in die andere Richtung gehen können. Nee, da war die Bücherei. In der anderen Richtung. Finden wir da eventuell einen neuen Hinweis? Kann er noch was über Darkim sagen? Weil nur Kirvin hat sich bis jetzt, also der Privatdetektiv vom Anfang hat sich das bis jetzt angeguckt. Was sagt Bass denn über Darkim? Darkim is particularly horrid this time of year. Hm. Nur zu dieser Jahreszeit, okay. Maybe Mom should have stayed in Romania. Hm. Kitty? No time for sightseeing. Schade. I just have to walk down the stairs to go back to it. Das ist klar. Was sagst du zu mehr Darkim? Well, at least it's not Fishmouth. Stimmt, es war irgendwie eine andere Stadt, ne? Fishmouth. Well, if it isn't stinky, crumbling, wretched, repulsive old Darkim. Hmm. The place I call home. I guess human beings will adapt to anything. Okay. Kitty sagt immer noch. No time for sightseeing. Alles klar. I just have to walk down the stairs to go back. Säule. Stay in school. I thought I was making such a statement. Or was I trying to be ironic and hip? Can't remember. Das ist schlecht. Why am I staring at this thing? I've got important things to attend to. Das hätte sein können, dass die Säule wichtig ist. Was weiß ich? There is something very wrong with me. Weil du eine Säule anstarrst. Ja, also, wird sehr merkwürdig. Ich würde sowas nicht machen. I seem to be fascinated by this column. Und wie? Du glaubst gar nicht, wie sehr du von dieser Säule fasziniert bist. Du musst sie unbedingt noch weiter anstarren. I'm trapped, frozen in place by the sudden realization of how beautiful this expression of aesthetic triumph and architectural... Get a move on, Kerwin. Right away. Entschuldigung, es ist so schön. Es ist so. Yeah, it's gosh darn beautiful. Let's move on. Okay. Its only use is keeping the building from crashing down on us. Das ist eine verdammt wichtige Funktion, finde ich jedenfalls. Hat sie. Doch, ich hatte es vorher schon so gebrannt, ne? Das ist nichts Neues. Some of the most fascinating books I've ever read. I personally and lovingly arranged them all in one book rack. Hm. All gone. Such a loss. Hm. Richtig, richtig schlimm. Finde ich auch. She's not into books. Können wir da noch irgendwas... Says you. Ja. Du bist voreingenommen, Bas. Sie mag bestimmt Bücher über Mäuse, über Laserpointer. All gone. Also können wir nichts mitnehmen, kein Buch oder so? Schade. Kitty. Können wir noch irgendwas angucken? Ne, den Rest kennt er ja eigentlich, ne? Die populären Bücher auch alle kaputt, ne? Alle verbrannt. Amazingly, none of the maroon books look damaged. Die hard little. Hier. Yeah. Das ist auch Day of the Tentacle. Oder bin ich jetzt einfach nur so, ist das so nur meine Übersetzung dafür? They're the last thing I need at the moment. Hm. Schade. She's not into books. Says you. Okay, da kommt das Gleiche. Wir können also nichts... That hogwash is the last thing I need right now. Gut. Populär, populär. Wir können hier sonst auch nichts mehr machen. Und hier kommen wir nicht weiter. Das haben wir schon. Können wir...
können wir die mit den Sachen, sollten wir vielleicht, wir gucken uns das mal an. It's a picture of a male model I picked up from the street. Ja. The picture, that is. Mhm. For some reason, I picked up this can of the foulest soda widely available. Mhm. Nice pair of scissors. These things always come in handy. Okay. Verdächtiger Keks. Very suspicious cookie. Effects remain to be determined. Und das nochmal angucken? It's the dreaded Necronomicon. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre vielleicht, können wir eventuell der Blondine dieses Bild zeigen zum Beispiel oder das Buch zeigen zum Beispiel. Wir können dem Mädchen den Keks geben. No way. Schade. Und was zu trinken? No soda for kids. Especially not this horrible kind. Na, dann wäre auf jeden Fall das Bild eines männlichen Models was für sie. I don't think she cares about this dude. Okay. Können wir oder sollten wir diesem kleinen, psychopathisch aussehenden Mädchen, was mitten in der Nacht allein auf der Straße mit einer gruseligen Puppe, nein, die Puppe ist eigentlich ganz süß, eine Schere in die Hand drücken? Sollten wir es tun? Sollten wir? Sollten wir? Sollten wir? Judging by all appearances, they'd probably make their way into my eye sockets. Ja, ich befürchte auch. Sollten wir das allumfassende Necronomicon... Warte mal. Sollten wir das allumfassende Necronomicon geben? You know, I actually doubt it'd impress her. Ich glaube, die kennt auch schon alles, was da drin steht. Okay, also mit ihr können wir nicht interagieren. Haben wir sonst das Ladenschild? Wir haben doch alles schon gesehen hier, oder? Zugemauerte Turbo-Ladentür, das war immer noch closed. Können wir die aufbrechen? Ich meine, nicht, dass ich das unbedingt sollte. Oh, those cool circular cuts. These would have to be diamond. And I'd have to like fish. Okay. Ah, ist ja gut, war eine doofe Idee. Hätte ja sein können. Können wir vielleicht aus der Vegetation was abschneiden? Ich meine, würde das nicht ein bisschen Sinn machen? That reminds me of a game. I think it had pirates in it. Was könnte das wohl sein? Sollen wir ihr das Bild geben? Nah, she doesn't need to see good-looking dude. Stimmt, dagegen könnten wir abstinken. Das ist nicht gut. Sollten wir was zu trinken anbieten? I wouldn't do that to her. Okay. Die Schere vielleicht? Yeah, that would totally not make me look like a psycho. Hey, du, willst du meine Schere haben? Den Keks? Dude, no! Jeez! Okay, das Necromonicon? Necromonicon. Wouldn't make me look more endearing, would it? Nee, das stimmt, hast du recht. Wir könnten dem Türsteher noch irgendwie sowas geben. Nein, einmal dahin bitte. Nee. Nee. Will er vielleicht was zu trinken haben? That would just be a waste of perfectly horrible soda. Okay. Den Keks? I don't know who's behind that door, so no. Dann auch nicht die Schere, richtig? Not a lot of help here. Okay. Nein, das wäre eine doofe Idee, oder? You really like the idea of using scissors to chip away at solid rock, don't you? Ja. Definitiv. Habe ich irgendwas übersehen? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich was übersehen habe. Wir können mit ihm wahrscheinlich nochmal wieder sprechen. Ein weiteres Straßenschild. Büste. Können wir nicht durchs Fenster gucken, um rauszufinden, was da los ist? Warte, man soll nicht über den Zaun klettern, aber keiner hat gesagt, dass wir es nicht tun dürfen, oder? Können wir über den Zaun klettern? Können wir über den Zaun klettern? Vegetation können wir nicht, ne? Schade. Statue. Warum steht die Statue da? I don't want to hide it in those bushes. I can't just use this on any old thing. Doch, bitte. Ich weiß nicht gerade nicht weiter.
Mixing this with voodoo would result in God knows what abomination. Oder jegliches Gräuel aufheben, wer weiß das schon. Können wir die kleinen Puppen nicht doch mitnehmen? These dolls are probably already voodooified and best left where they are. What have they ever done to me to deserve that? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was du ihnen damit antun würdest mit der Schere. Das Bild von dem Model hinpacken? Hä, wo willst du denn hin? Nein! They don't seem to have an interest in each other. Oh, schade. Ich dachte, sie hätten miteinander spielen können. The Baron cares nothing for handsome dude. Okay. Eine Opfergabe für den Baron? That would just be a waste of perfectly horrible soda. Haben wir hier draußen irgendwas gefunden, was uns weiterhelfen würde? Not poking it, it isn't real. Okay. Hätte ich ja sein können. Nee, er benutzt ihn auch nicht, natürlich nicht. Schwierig. Was könnten wir noch probieren? Ich habe bestimmt irgendwas übersehen, nicht angeklickt oder gemacht. Können wir mit ihr nochmal reden? Hallo. Wie auch immer, ich habe mich gefragt, ob sie an dieser mysteriösen Tür warten. Oh, ich bin nur neugierig. Haben sie das gleiche Passwort bekommen wie ich oder wechselt er sie ab? I'm just curious. Did you get the same password I got or is he cycling them? Oh, I got. Hey, you can't pull that trick on me, mister. Gave it a shot. Na gut, wie auch immer. Ich habe mich gefragt, ob sie an dieser mysteriösen Tür warten. Anyway, I was wondering if you're waiting by this mysterious door. Oh, did he give you the boot too? He told me I just have to sit for a while and rethink what I wished for my husband. He told you? The gentleman, dummy. Oh, of course. So, what'd you wish for your husband? Why, his untimely gruesome death, of course. Of course. I'm Margot, by the way. Made a new friend. Plus 5 Charisma, was Kumpelbass. Minus 10 Intimidation. Nice to meet you, Margot. Ach, wir haben ihren Namen. Wir haben ihren Namen. Wir können den Taxifahrer jetzt ihren Namen nennen. Darf ich fragen, was ihr Mann getan hat, dass sie so mörderisch wurden? Can I ask what your husband did to make you homicidal? Oh, I'm perfectly convinced he's trying to murder me to get my money. Ouch. Wouldn't it be easier to just divorce or write him out of the will? Yes, I guess it would be. Aber? But what better way of responding to murder than with, well, murder? Okay. I'm never getting married. Say, you wouldn't happen to be a gun for hire, would you? Ich bin zufällig ein Auftragskiller. Ja, was wird sie denn dann machen? Ich bin ein Undercover-Bulle, Hände hoch. Ich bin ein, vergessen Sie es, oder? Ich bin ein Bibliothekar. Bass, der Bibliothekar. Was sind wir denn? Habt ihr Lust mitzumachen? Was sind wir? Sind wir ein Bibliothekar, was wir ja wirklich sind? Sind wir ein Auftragskiller und spielen eine Rolle? Oder sind wir ein Undercover-Bulle, Hände hoch? Das ist die Frage. Madel möchte der Auftragskiller sein. Okay. Irgendwie erinnert die mich an einen blonden Frauencharakter aus einem Hitchcock-Film, finde ich. Na, Kitty, 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 du Süße. Entschuldigung. Pando auch, okay. Gut, dann sind wir der Auftragskiller. I happen to be in anything for hire. Want to make an easy buck? I really can't this week. I have this cursed ancient tome and a talking cat to take care of, so... I get the feeling you're pulling my leg, Buzz. Oh, you'd know if I did that. Ach, schade. Wir können anscheinend doch alles sagen. Na gut, dann sind wir jetzt der Undercover-Bulle. Hände hoch. I'm an undercover cop. Put him up. Psst. Yeah, right.
Let me see your badge, officer. I left it in my investigating pants. We've got different pairs for different assignments, yeah. You know. Mm-hmm. Return in those pants and you're free to arrest me. Oh. Cleaners said they'll only be done by Tuesday. They got badge shining services too. I walked right into that one. Schönes Gespräch, sehr schön. Gut, wir sind, ich spiele jetzt mit offenen Karten, wir sind Bibliothekar. I'm a librarian. Oh, all right. Yeah. Oh, jetzt sind wir unten durch. Okay, ich bin ein... Vergessen dies. I'm a... Never mind. Hm. Gut. Also der Gentleman wollte Ihnen nicht helfen, Ihren Ehemann loszuwerden. So the gentleman wouldn't help you off your hubby, huh? Something about not doing any literal harm and using the forces for good to balance out recent events. Blah, blah, blah. Did you try marriage counseling? That's where I got this address. Okay. Da hat sie die Adresse her, gut. Aber, okay, das klang aber jetzt eigentlich nicht so böse. Okay, gut. Gotta run. Dann, so run. Aber irgendwie mag ich die. Dann können wir mit dem Taxifahrer nochmal sprechen und ihm jetzt ihren Namen nennen, ne? Jetzt wissen wir ja, wie sie heißt. Also wegen des blonden Mädchens. So about the blonde girl. Yeah? What's she to you? Wir sind ja ihr Freund. I'm a friend. I'm a little worried about her, so I watch her from afar. Oh, friend. Right. I happen to have overheard what her name is. You know, taxi stuff, nothing creepy. Mm-hmm. Surely you know it too, since you're friends. Whoa, ab mein Büro. Juhu. Klar, das ist meine Freundin Margot. Sure, it's my friend Margot. Huh, guess you weren't lying. Well, might as well tell you. She dropped something on the back seat when she left, but she was out of sight by the time I noticed. She's literally around the corner. Oh yeah? How'd you feel about returning this to her? Looks like a letter. It might be important. You can't get out of the car, take a few steps in that direction, and return it yourself? This is a business, kid. I might lose a customer. Klar. Was? Nein, die nehmen wir. Gib ihn mir. Yeah, sure. Let me have it. Versau's doch nicht. Good man. Es ist doch nicht... Say, you won't open it, will you? Was? Ich werde ihn nicht nur öffnen, ich werde seinen Inhalt an die ganze Wand da sprühen. Sehe ich aus wie ein Typ, der sich in die Korrespondenz des anderen Geschlechts einmischt? Willst du das wirklich sagen, Bass? Willst du das wirklich sagen, Bass? Ich glaube, du willst es wirklich sagen. Do I look like the kind of fella who'd pry into the opposite sex's correspondence? I wouldn't know what that kind of fella looks like. Thank God. Here you go. Yay! Come in, come in. Oh, geliebte Margot. Hier ist er, ein altmodischer Brief, da du gemeint hast, dass E-Mails leicht abgefangen werden können. Ich habe sogar versucht, ihn von Hand zu schreiben, aber naja, du willst das Ergebnis nicht sehen. Ich vermisse dich. Ah, dein süßer Duft, dein goldenes Haar, das im Morgenlicht leuchtet, dein glitzernder, teurer Schmuck. Mhm. Oh, Margot, Margot, bist du sicher, was Tonys Absichten angeht? Mein Gott, er ist dein Mann. Würde er wirklich so weit gehen, dich zu verletzen? Oder mich, was das betrifft? Ich weiß, dass ich anfangs dagegen war, aber jetzt bin ich überzeugt, du musst den Voodoo-Gentleman aufsuchen und versuchen, ihn dazu zu bringen, das zu tun, was nötig ist. Ich habe dieses Gedicht über dich begonnen, aber es ist so schwer, Worte zu finden, die dich mit deinem schönen Namen reimen, außer Cargo oder Embargo. Ich werde es weiter versuchen. Ich freue mich so darauf, dich zu sehen, dass es weh tut. Du bist wie der Sanitäter zu meiner schrecklichen Autobahnkollision. Oh mein Gott. In Liebe und mit Unterbrechung, Charlie. Ah.
Ja, hallo Abmahnbüro, der wunderschönen Abend. Oh mein Gott, was ist das für ein... Oh Mann. Alles klar. Oh, you rescue you. Oh mein Gott, wir kriegen... Oh, minus 25 Mal. Oh, wir haben richtig Werte. Also es ist tatsächlich echt, ich dachte, das wäre ein Scherz. Können wir die auch irgendwo einsehen, unsere Werte? Kriegen wir hier irgendwie... Ich glaube nicht, ne? Klar, da, na, in dem Fall, wir müssen ja was rausfinden. Sollte ich mit ihr darüber reden? Ey, ich gebe den Brief zurück. Aber wir haben ihn ja geöffnet. Na? Also gut, Margot. Ich lasse das Theater bleiben. Charlie hat mich geschickt. Was? Was hatte ich gestern? Was? Was, was, was? Was hatte ich gestern? Was heißt das? TKOT? Was? Zu viel Eis gegessen? Nee. Ich habe schon lange kein Eis mehr gegessen. Weil es heute auch da. Ja, ich weiß. Normalerweise würde ich das auch nicht machen, aber ich wollte den Stream von gestern einfach nachholen. Und ich wollte Gibbes weiterspielen. Ja. Hat Charlie uns geschickt. Ich glaube. Technischer Knockout. Oh, technischer Knockout. Okay. Damit käme ich nicht aus. Nein, frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten schon arge Magenprobleme gehabt und sehr viel Übelkeit. Und gestern eine Stunde vorm Stream, wirklich ungelogen, eine Stunde vorm Stream hat es mich so aus dem Leben gerissen, wollte ich gerade sagen. Nein, das ist Quatsch. Normalerweise verschiebe ich nicht unbedingt wegen Kopfschmerzen oder irgendwelchen anderen Schmerzen, verschiebe ich nicht unbedingt einen Stream oder so. Da bin ich normalerweise recht hart im Nehmen, was sowas anbelangt. Aber das hat mich so umgehauen. Ich hätte nicht vernünftig spielen können und alles. Ich meine, das tue ich ja sonst auch nicht, aber. Alles klar. Also, Margot, ich lasse das Theater bleiben. Sch Machen wir das? Hat Charlie uns geschickt oder geben wir ihr den Brief? Du bist aber nicht schwanger, oder? Nein. Nein, nicht, dass ich wüsste. Nein, ich bin nicht schwanger. Nein, 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 nein. Wirklich nicht. Ja, aber süß, dass du fragst. Nein. Ja, ihr seid gefragt, ne? Also geben wir ihr den Brief, geben wir Margot den Brief, wobei wir haben ihn geöffnet, sie wird es eh wissen. Oder hat Charlie uns geschickt? Der wunderbar poetische Charlie. Für ihn reimt sich Margot auf Cargo oder Embargo. Wie sieht's aus? Ja, wie sollt ihr das nennen? Sagen wir es mal so: Ihr den Brief geben wäre A. Und Charlie hat mich geschickt, wäre B. Das rote Gesicht sagt aber was anderes. Ja, weißt du was? Doch, ich bin schwanger. Und weißt du was? Es ist eine Kopfgeburt. Mein rotes Gesicht? Das liegt an Wärme. Weil hier drinnen im Zimmer ist es noch fürchterlich warm. Wirklich. Deswegen würde ich nicht rot werden. Weil Sex sollte man ja ruhig haben dürfen, oder? Muss mich leider zurückhalten. Ich weiß, wie es weitergeht. Oh! Alles klar, Querkurs. Okay, akzeptiere ich die Antwort.